Es geht weiter hier beim das ist wie das Gewächshaus deines Dads. Survival Horse und The Last of Us 2. Erleben. Stimmt wohl. Weißt du was? Das ist gut. Ihr braucht etwas, das euch zusammenschweißt. Klappe, Manny. Funktioniert doch schon. Klappe, Manny. Oh, da ist er. Schön, das Gartencenter. Welcome. Der Turmbaumarkt in ihrer Umgebung. Turm. Was haben wir denn noch so? Obis. Oh Gott, jetzt fällen mir die ganzen Bauhausnamen, die ganzen Baumarkt. Aha, Namen nicht ein. Aber hey. Egal. Egal. Auf jeden Fall hier eine ganze Menge Teile und so. Das ist ganz nice. Ich habe hier irgendwie nicht so den Anreiz, ganz viel zu looten, weil ich so denke, mit der Abby ist eh nicht so wichtig. Aber auf der anderen Seite scheint sie uns ja eine Weile jetzt erhalten zu bleiben. Insofern, ja doch, nehmen wir halt mal alles mit. Gefunden. Jupp. Hey, ich kenne ein gutes Trinkspiel, das man mit denen spielen kann. Vielleicht später. Das ist echt süß, ne? Sie sammelt Münzen, wie ihr Vater es getan hat. Süß im weitesten Sinne, aber ja. Ui! Okay. Sieht doch ja ganz gut gelootet aus, die Geschichte. Müssen wir jetzt hier wirklich hoch oder ist das Zufall, dass es gerade ging? Aha. Ja, jetzt bin ich hier einmal rumgelaufen. Ich habe zwar jetzt nicht so viel geschaut, wo wir raus müssen, aber gelootet halt wie ein Verrückter. Und mit meinem linken Auge nicht so ganz gesehen, wo wir raus müssen. Jetzt muss ich nochmal in Ruhe schauen. Da ist noch Zeug. Okay. Müssen wir wieder eine Kletteraktion machen? Und da drüben scheint es herauszugehen. Schaut mal hier. Das machen wir dann auch. Der Megaplan. Die Basis ist da vorn. Keine Skars in Sicht. Sie sind da draußen. Ja. Gehen wir weiter. Gott. Wisst ihr noch, wie es war, als man hier nicht von Skars angefallen wurde? Vermisst du jetzt den Waffenstillstand? War ruhiger, hm? Zu ruhig. Wir wurden nachlässig und sie knüpften ein ganzes Team auf. Das ist passiert, weil wir die Kinder erschossen haben. Okay, aber diese Kinder haben sie angegriffen. Was würdest du tun? Ich weiß nicht, sie nicht einfach abknallen? Tja, ich würde unsere Leute retten. Manny, das sind Kinder, es ist nicht ihre Schuld. Unsere auch nicht. Die Toten gehen auf sie. Ich will ja nicht umkehren, aber hier ist es sehr ruhig. Haltet die Augen offen. Kommen wir da hoch? Hier oben. Manny, sieh da oben nach. Ja, okay. Da war wohl kein Strom mehr drauf auf dem Kabel. Das Kabel hat sich verhakt. Na dann. Na bitte. Los, komm hoch. Mel, bleib bei Alice. Ich versuche die Tür aufzukriegen. Sucht euch einen anderen Eingang. Cool. Vorsichtig. Okay.
Okay. Und? Keine Scars zu sehen. Vielleicht sind sie weg. Sehr lustig. Geh tief runter. Ja, ja, das stimmt. Dann mal los. Oh. Okay, Mel. Wir sind drin. Ich bin an der Tür. Gut, Mel. Moment, es wird erst gelootet. So gut es halt geht. Okay, komm, schnell! Ja, klar. Hier durch. Die FB ist so stark. Ist ganz schön krass stark. Okay. Ja. Wow. Sieh dir das an. Das ist eine Bootswerkstatt. Das sollten wir uns merken. Das Kommando sucht immer nach Ersatzteilen. Okay. Oh, da können wir schon direkt rumcraften, wer hätte es gedacht. Ja, Verbesserung. Stabilität, Kapazität, ist immer nett. Mir wurde jedes Mal schlecht. Ich hab's gehasst. Manny, werd bloß nie schwanger. Ich gebe mein Bestes. Zack, fettes Magazin dran gepfropft. Und weiter geht's. So, das ist ja ganz nett. Da drüben geht's auf jeden Fall auch hoch hinter mir. Hier ist ein Schnubbel zum Öffnen. Das wird wahrscheinlich noch nicht gehen, nehme ich an. Das wäre weird, wenn es einfach so geht. Okay. Oh. Moment. Nee. Kannst du abbrechen? Ah, kannst du nicht. Schade, ich hätte noch gerne fertig gelootet. Ich hätte es. Los! Stürz es irgendwie ab. Shit, tut mir leid. Alles okay? Ja, Kurbel gebrochen. Und jetzt? Okay. Abby, da. Eine ja. Luke. Dass da keine Mel halt dazwischen war gerade. Wir finden einen Weg aufs Dach. Okay. So, willst du die Fahrt mit uns? Tja. Erinnere mich dran, Manny zu danken. Ich bin froh, dass ich dabei bin. Ich helfe lieber, als nur von so etwas zu hören. Hey, warum gehst du mir aus dem Weg? Das mache ich gar nicht. Komm schon, du hast der Jackson kaum ein Wort zu mir gesagt. Ich weiß nicht. Ich schätze, ich war auch von Jackson geschockt. Meinst du, Joel hatte das nicht verdient? Er hätte Schlimmeres verdient, aber ich wäre lieber nicht dabei gewesen. Verstehe. Wer ist zu so etwas fähig, hä? Das meinte ich nicht. Mal sehen, ob wir zu Luke kommen. Okay. Da geht's schon wieder, ja? Alles her. Was war da was? Also wir kriegen ganz schön viele Pillen hier mit der Abby. Ich denke mal, das Spiel versucht da ein bisschen was nachzuholen. Keine Ahnung. Ist da rein? Ja, klar. Okay. Vielleicht wollen wir hier hoch. Also da hoch und dann darüber. Nee. Ah, da muss es was mit dem Boot zu tun haben, nehme ich an. Kommen wir da irgendwie drauf? Checken das mal. Oh, oder wir machen das halt. Hey, Mom. Ich helfe dir da hoch. Vielleicht ist was in dem Raum.
Schnauze. Gute Mel. Kein Bock. Okay, dann halt nicht. Okay, hoch mit dir. Ich hab's. So. Ach, Scheiße. Ist da was? Was machst du da? Ich bringe uns hier raus. Ach du Kacke. Okay, aber langsam. Ein Vorteil, schwanger zu sein? Mein niedriger Schwerpunkt. Ich nehme dich beim Wort. Ich mach jetzt die Tür da drüben auf, ne? Okay, krass. Alter, solche Sprünge sollst du nicht machen, wenn du schwanger geschafft. Bist. Also nicht so schwanger wie sie. Wow. Sehr. Okay, wir kommen der Luke näher. Oh ja. Unsere alte Freundin, die Leiter. Naja, doch. Sah jetzt so unleitermäßig aus gerade, aber das. Und was siehst du? Okay. Hier geht es nicht raus. Die habe ich noch nicht. Was ist denn, wenn wir von hier aus Leiter anlegen? Keine Chance. Müssen wir von da unten anlegen, ne? Würde ich denken. Gut, dann geh du erstmal wieder runter. Bitte. Gemütlich. Und dann legen wir die mal hier an. Ah, kann eigentlich... Nichts schief gehen. Na, du kommst mal rüber, weil ich denke mal, wir brauchen sie auf der anderen Seite. Brauchen wir sie eventuell noch mal. Oh, hier ist auch eine Kurbel. Das erinnert mich an Owens Boot. Zack. David gegen Goliath. Ein Trainingshandbuch. Eine umfassende Chronik der Guerilla-Kriegsführung von Dr. Anna Orloff. Schön. Das ist genau das, was die Abby noch gebraucht hat. Damit sie noch badassiger werden kann. Verdeckte Operation. Messer anfertigen. Fertige zwei Messer an, mit denen du bei den meisten Gegnern lautlose Kills durchführen kannst. Aber wie kommen wir zu der Planke? Okay. Lauschmodus, bewegungsfreie Geschwindigkeit, Bewegungsgeschwindigkeit mit Geisel, Bewegungsgeschwindigkeit in Bauchlage. Und das letzte ist mehr Messer anfertigen. Weil mehr ist immer besser. Tja. Ich finde den ersten Rang, was sie hier hat, Einsatztaktik heißt das, immer noch am besten eigentlich. Aber ich spare nochmal zwei, drei Pillen. Mal gucken. Was macht diese Kurbel? Diese Kurbel müsste uns dieses Tau freigeben. Okay. Dann probieren wir mal. Ah, hm. Wir nehmen einfach das Tau, was es da gibt. Okay. Scheiße. Oh, lang. Das ist die Frage. Ich meine, wie soll denn die Melder hochkommen mit einem Seil? Hm. Kann man das da oben drüber werfen? Sollten wir das dahin werfen? Nee, eigentlich müsste es hier hin. Ich guck mal, ob das geht. Ja. So machen wir das. Gesehen davon, sollten wir die hier nicht mitnehmen? Also, gemäß dem Fall, dass wir jetzt... I don't know. Und mal wenn, dann müssten wir ja hier rüber. Seil nach da.
wird ganz schön tricky. Okay, wir probieren es. Okay, sieht gut aus. Sieht mega aus. Was machen wir mit dem Seil? L3 Tipp. Ja, ist halt die Frage, ob ich das hier rüberwerfen muss. Aber es ist, glaube ich, nicht lang genug. Oh, vielleicht der doch. Gut. Gute Idee. Ja. Mal sehen. Soll die Mel wirklich da hoch? Das geht doch gar nicht. Uah. Okay, gut. Aber wir lassen es mal durchgehen. Das Spiel war bis hierhin so gut. Ist okay. Ist okay. Da sind sie. Manny, wir sind gleich da. Okay. Da, die Basis endlich. Fast geschafft. Wir können bestimmt über die Gleise. Sollen wir erst vom Dach runter? Bitte. Es ist schwer vorstellbar, dass du Angst vor was hast. Ich bin nicht so furchtlos, wie du denkst. Jetzt hör auf. Deine Operation, das könnte ich nie. Ich hätte zu viel Angst, das zu vermasseln. Glaubst du, mir geht's anders? Nun ja. Mein Dad hat immer gesagt, du wärst seine beste Studentin. Echt jetzt? Tja. Du meintest ja immer, er wäre ein Idiot. Komm. Alice, oh, braves Mädchen. Wurde auch Zeit, dass ihr das hinkriegt. Ziemlich ruhig hier, was? Ja, gefällt mir nicht. Gut, wir sind fast an der Basis. Mann, wenn wir wieder zu Hause sind, hau ich mich auf die Couch, zieh mir einen Film rein und sauf mich ins Koma. Hi. Aha. Welche Drinks? Welcher Film? Ha. Sehr neugierig. Der Film ist der mit dem, Mädchen und dem Wolf. Ach, den liebe ich. Und der Drink? Meinen Mezcal von der Party letzte Woche. Verzeihung, du meinst unseren Mezcal. Si. Ich lasse dir was übrig. Moment. Ach, jetzt hätte ich echt Lust. Kann gar nichts werfen, ich kann gar nichts machen. Wenn ich schwanger wäre... Und auf der Flucht. So. Ah, jetzt geht's wieder. Okay. Ich probiere erstmal mit einem Schlag hier zu lösen. Läuft. Alles wird mitgenommen, weil wichtig und so. Indiana. Münze. Okay, interessant. Martha, der Waffenstillstand ist Geschichte, also es ist zu riskant, dass wir uns weiter hier treffen. Die Scars werden in dieses Gebiet einfallen wie die Kakerlaken. Ich habe meine Vorräte schon geholt, aber ich habe deine Waffen im Versteck gelassen, falls du sie brauchst, wenn du ankommst. Ich nehme an, die Scars werden den Safe nicht anfassen. Er ist schließlich Zeug von früher. Beknackte Freaks. Bis bald. Sei vorsichtig. Die Kombination ist immer noch der große Gewinn. Okay. Der große Gewinn. Hier ist ja erstmal so kein Safe. Gucken wir nochmal. Oh. 0815 und dann 12. Ich würde sagen, that's it. Was Gutes? Hier könnte ein Waffenlager sein. Hört sich gut an. Ah, jede Tür, die wir sehen, ist verschlossen. Verrückt. So, na dann. Warte mal. Ich
nochmal hier drüben. Und wegen Waffenlager, da. Vielleicht ist das einfach nur hier drin, aber wer weiß. Oh, guck mal hier. Schere, Tape. Vielleicht. Ah, der Safe ist ja nicht hier in dem Ding. Ah. Ja. So. Haben wir hier noch? Ein bisschen Strom. So, lass mal gucken, ob wir hier irgendwie reinkommen. Ah, guck mal hier. Er war nicht gesehen. Ich glaube, da stand der Typ gerade davor. So. Okay, so schnell geht's. Schon sind wir voll ausgestattet mit Medkits. Hier ist der Safe. Und was war's? 0815. Rot. Und die 12. Ja, das Jahr 2012. Das ist falsch. Warte mal. War das... Okay, stopp. Verdammt. Alles gut. Ich muss nochmal den Hinweis lesen. Still using the big win as the combination. Das müsste doch schon passen, der große Gewinn. Ich muss leider dann nochmal auf das Bild gucken. Ah. Also es würde ja gar keinen oder wenig Sinn machen, wenn das jetzt nicht die Kombination wäre. Es könnte natürlich mal wieder Jahr und Monat sozusagen. Naja, gut, sie sind quasi auch vertauscht. Wir spielen eigentlich auch die deutsche Version, ne? Das ist eigentlich der 15.08.2012. Probieren wir das mal. Wäre aber weird, aber wir probieren es. Ist es der große Gewinn? Meint er das Gewicht dazu? Das könnte halt auch sein, ne? Das waren ja irgendwie so und so viel Kilo. Mordsvieh, so ein Fisch. Okay, scheiße, Mann. Okay, Häschen, lass mich das nochmal sehen. Also 510. Das ist jetzt aber reine Spekulation, ne? 510815 zum Beispiel. Denken ihr? Still using the big win as the combination. Also aus Fischersicht würde es Sinn machen, das Gewicht mit reinzunehmen, denke ich. Ah, es ist aber trotzdem. Es ist so ein bisschen weird.
Sechste. 510. Im August. 15. Whatever. Aber am Ende ist es dann halt so. Im August 50. Ich drehe jetzt mal das Jahr nach vorne und dann den Monat. Also sehr schade, bisher haben wir jeden Safe geknackt. Also nochmal 0815. So steht's letztendlich da, ne? Das war jetzt das Gewicht und das Jahr. Ich komme nicht drauf, glaube ich. Also wie gesagt, 15.08.2012. Es macht auch keinen wirklichen Sinn, hier eine 20 einzugeben. Das ist ja. Okay. Ich glaube, ich gebe mich geschlagen, aber was ich machen werde, ich werde mir mal hier einen Save Point erstellen. Falls ich irgendwann mal auf die Idee komme, das nochmal zu probieren, haben wir hier einen Save Point. Boosting? Boosting. Ist gut. Das ist die kaputte Axt. Lass mich nicht los, ne? Ich muss nur einmal drauf gucken. Genau, also was wir probiert haben, ist Jahr, Tag, Monat. Wir haben probiert Monat, Tag, Jahr. Wir haben probiert Jahr, Monat, Tag. Wir haben probiert das Gewicht plus den Tag und Monat, beziehungsweise Gewicht und Monat und Tag, glaube ich. Sag mir nicht, dass ich das umrechnen muss. 510 LBS. Wie viel ist das denn in Kilo? Ah, das wär komisch. Ja, in Kilogramm ist das irgendwie 200. Also 500. 10 im Pfund sind 231,332 Kilogramm. Das will ja auch keiner. Und ich meine, viel offenkundiger kann man hier ja auch so ein Safecode gar nicht plakatieren. Oder sie meinen wirklich ganz blöd, weil es ja ein Safecode ist, es muss nicht unbedingt ein Datum ergeben, es ist 081520. Das probieren wir jetzt nochmal. Vielleicht habe ich das wieder zu kompliziert gedacht. Ist ja? Einfach so, wie es da steht. Wenn ich es auch richtig eingeben würde, dann würde es funktionieren. Moment, sorry. 0815. Gut, dann bin ich überfragt. Dann lassen wir den jetzt mal safe sein und gehen hier ein Stückchen weiter. So. Leute, hier runter. Okay, da geht's runter in der nächsten Folge. Bis gleich.